Sie haben eine Immobilie bei Wernl & Partner erworben und fragen sich, wann die erste Zahlung Ihres Eigentums fällig ist. Schauen wir uns den Ablauf einmal genauer an. Die Zahlung ist im Notarvertrag geregelt. Sie zahlen nach der Makler- und Bauträgerverordnung. Doch was heißt das genau? Die Makler- und Bauträgerverordnung gibt verschiedene Raten vor. Die Raten spiegeln fertiggestellte Leistungen auf der Baustelle wider. Wernl & Partner geht in Vorleistung. Sie zahlen lediglich die ausgeführten Arbeiten. Doch wie viele Rechnungen werden Ihnen von uns zugeschickt? Wir stellen Ihnen maximal 7 Rechnungen. Die erste Zahlung wird ca. 3 bis 4 Wochen nach Notartermin fällig. Sie werden mit einem Einschreiben vom Notar darüber informiert, wenn alle Formalitäten erledigt wurden. Mit der Bezahlung der letzten Rechnung erfolgt die Abnahme mit Schlüsselübergabe. Der Umzug in Ihr neues Eigentum kann beginnen. Hier ein kurzes Beispiel. Sie waren am 1. März beim Notar und haben eine Wohnung für 500.000 Euro gekauft. Am 25. März erhalten Sie per Einschreiben das Dokument zur Kaufpreisfälligkeit vom Notariat. Zu diesem Zeitpunkt sind die Teilleistungen in Höhe von 30% auf der Baustelle schon hergestellt. So erhalten Sie von Wernl & Partner nach dem 25. März eine Rechnung in Höhe von 150.000 Euro.